Jetzt in unserem Interview haben wir jemanden, der sich wenigstens schick gemacht hat. Nächstes Mal nehme ich hier ein Beispiel. Farblich passen wir wenigstens schon mal zusammen. Ja, gut. Neben mir steht der Daniel und das Schöne an meinem Interview ist, du darfst dich bitte einmal gerne vorstellen und für wen du stehst. Ja, ich heiße Daniel, Daniel Sewing, komme gebürtig und lebe in der Nähe von Frankfurt. Reite mein Leben lang schon. Ich habe Familie in Spanien, bin dort auch aufgewachsen. Und bin mit der IGV schon seit vielen, vielen Jahren verbunden. Bin vor vielen Jahren auch sehr aktiv Turnier geritten, jetzt dem Job geschuldet etwas weniger. Engagiere mich nach wie vor in der IGV, war lange dort im Vorstand, habe jetzt viele Projekte, die in Richtung Event und Turniermoderation gehen. Und mache jetzt auch seit diesem Jahr zusammen mit einer Kollegin, die Regionalgruppe der Working Equitation Deutschland in Dreieich, wo wir südlich von Frankfurt eine schöne Gruppe gegründet haben, um dort das Thema wachsende Beliebtheit Working Equitation hier in der Region in Zusammenarbeit mit dem WED auch bekannter zu machen und bieten da Trainings, Lehrgänge, Turniere an, hoffentlich, wenn Corona mitmacht, dass wir das auch im nächsten Jahr noch weiter ausbauen können. Die Nachfrage ist sehr groß. Klingt spannend. Vor allem auch so ein Trainers Weekend wie hier gibt es eigentlich nicht so oft in dieser Vielfalt beziehungsweise auch mit diesem Austausch. Oder ist da etwas mehr von der IGV geplant, dass man auch sagt, wir wollen da noch mehr größere Veranstaltungen und öfters Veranstaltungen machen? Naja, ich denke, die Herausforderung besteht darin, dass wir, ich würde jetzt mal sagen, lapidar gesagt, seit anderthalb Jahren im Dornröschenschlaf sind. Das, was die Szene, und das ist jetzt unabhängig, ob das Gangpferde, IGV ist oder andere Disziplinen oder Reitsportarten, man hat so ein bisschen die Connection verloren. Mhm. Dank Social Media ist man in Kontakt. Es gab den Trend der Cyberturniere. Mhm. Das ist jetzt auch etwas, was die IGV seit neuestem macht. Aber es ersetzt doch nicht das, worum es eigentlich geht, nämlich diese Gemeinschaft, den Austausch und weil du gesagt hast, auch diese Institution oder diese Idee mit dem Trainers Weekend ist etwas, was in der Regelmäßigkeit in Zukunft auf alle Fälle wieder stattfinden sollte. Denn das theoretische Wissen und der Austausch zwischen Trainern und auch Reiterleuten, unabhängig jetzt von Lizenzen oder nicht, das ist das, womit die Szene steht und fällt und was sehr, sehr wichtig ist, auch den Leuten weiterhin die Möglichkeit zu geben, aktiv sich einzubringen, Fragen zu stellen, einen Austausch zu forcieren. Nur das erlaubt dann Weiterentwicklung. Mhm. Was sind denn die nächsten Projekte, wo ihr sagt, oder da steckst du dein Herzblut rein? Ja. Was sind die nächsten großen Projekte, die wir von der IGV erwarten dürfen? Also ein ganz großes Thema oder ein Projekt, was jedes Jahr zu Buche schlägt, ist die Ausrichtung der Deutschen Gangpferdemeisterschaft, die dieses Mal, glaube ich, zum 26. Mal in der Geschichte stattfindet, auf der Anlage vom Stimer Adnason. Und das ist etwas, wo, ja, wenn ich sage, die IGV-Familie zusammenkommt, charakterisiert es dieses Event schon ganz gut. Es ist je nachdem, wann der Termin ist, ursprünglich immer am 1. September-Wochenende. Wir hatten es auch schon, dass es eher im August war. Aber meistens ist es eben Ende August, Anfang September. Und das ist immer ein schönes Zusammentreffen. Wir haben Starter aus dem kompletten Bundesgebiet und wir brauchen viele helfende Hände. Manchmal kooperiert die IGV mit Höfen, die die Infrastruktur stellen. Dieses Jahr wird es so sein, dass die IGV selbst der Ausrichter ist. Und da braucht man viele Leute, die das auf die Beine stellen. Und ich persönlich werde mich als Moderator betätigen. Ich bin aber selber auch als Teilnehmer mit dabei. Ich bringe eine Reiterkollegin bei mir aus dem Stall mit, die ich mehr oder weniger auch ein bisschen betreue. Also man ist so in so einem positiven Stress, wenn ich sagen darf, aber es ist sehr umtriebig und die drei, vier Tage, man reist ja am Donnerstag schon an und bis Sonntagabend sind dann die Finals gelaufen und wenn die deutschen Meistertitel vergeben werden. Das ist so eine ganz positive Atmosphäre, die sehr, sehr schön ist und immer ein schöner Saisonabschluss ist, bevor man dann eigentlich in die Winterpause geht. Und weil du gefragt hast, welche Projekte stehen sonst an, gerade die Corona-Zeit hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass man trotzdem vernetzt bleibt. Wichtig ist, dass man die neuen Medien auch nutzt, um Wissen weiterhin anzubieten, den Austausch auch weiterzuhalten. Und das müssen nicht immer die verrückten Themen sein oder die ganz besonderen Themen. Kann ich mein Gangpferd einpiaffieren oder wie lerne ich meinem Gangpferd fliegende Galoppwechsel? Das können auch ganz, ganz einfache Themen sein, mit denen man sich einfach mal
etwas länger, intensiver beschäftigt. Mhm. Und da gibt es mittlerweile viele Anbieter, also auch aus den eigenen Reihen, die solche Abendtalks quasi wie im Wohnzimmer oder auf der Couch anbieten, mhm. Wo man sich in 1,5, 2 Stunden zumindest virtuell trifft. Und da würde ich schon sagen, das ersetzt nicht den aktiven Austausch, wie wir ihn jetzt hier beim Trainers Weekend haben, aber es ist eine gute Ergänzung. Und das ist etwas, was die IGV auf alle Fälle auch weiterhin plant, mhm. Diese Plattform zu bieten und das Programm stetig auszubauen. Zum Glück haben wir überhaupt diese Plattformen, dass wir uns austauschen können, auch während Corona. Wie viele Mitglieder darf denn die IGV bisher verzeichnen? Also das ist, kann ich in 2 Antworten beantworten, denn es gibt einmal persönliche Mitglieder, mhm. also Personen, und dann gibt es die Anschlussverbände. Mhm. Und ein ganz großer Anschlussverband ist der IPZV Rheinland, der natürlich viele, viele Mitglieder hat und auch verschiedene Rasseverbände. Aber es sind mittlerweile weit über 250 persönliche Mitglieder. Mhm. Nicht jeder, der auf einem IGV-Turnier startet, ist auch persönliches Mitglied. Mhm. Das ist natürlich schon der Wunsch, weil man diese Ideologie und das ganze Engagement aktiv mitgestalten kann. Aber es gibt eben Leute, die sagen, ein Verein ist für mich nichts oder ich bin einfach nur gerne dabei, kümmere mich um nichts. Aber ansonsten sind viele, viele Leute aktiv. Und es ist einfach wichtig, dass man diesen Zusammenhalt und dass man diese Idee, das warum wurde das denn mal gegründet, mhm. aufrechterhält. Mhm. Und die Idee der IGV war und ist es bis heute, alle Gangpferderassen dieser Welt unter dem Dach der IGV zu vereinen, Ansprechpartner zu sein für Zuchtbetriebe, Trainer, Reiter, Interessierte, mhm. und vor allem eben diese bunte Vielfalt und dieses Gemeinschaftsgefühl, mhm. am Leben zu halten, weil wenn die Idee stirbt, dann stirbt die Gemeinschaft, mhm. und dafür ist die Gemeinschaft zu stark, als dass man das nicht weitermachen, mhm. sollte. Ja, sehr schön gesagt. Und jetzt würde mich aber interessieren, wie kamst du selber eigentlich dazu, A, zum Reiten, B, dann auch zur IGV? Also zum Reiten weiß das keiner, weil ich komme nicht aus einer Reiterfamilie. Ich habe, bevor ich sprechen konnte, das sind ja immer so die Geschichten, die man dann hört, aber bevor ich wirklich was sagen konnte, habe ich immer an irgendwelchen Koppeln angehalten oder fand also Tiere im Allgemeinen, aber Pferde im Besonderen, von klein auf sehr interessant. Dann habe ich eben durch meinen Onkel in Spanien schon sehr früh Kontakt mit spanischen Pferden gehabt. Bin hier in Deutschland klassisch Dressur geritten. Irgendwie hat mir immer so ein bisschen die Zeit und auch, machen wir uns nichts vor, die Investitionen gefehlt, irgendwie da sportlichen Ehrgeiz zu entwickeln, um vorne mitzureiten. Das ist am Ende leider in vielen anderen Sparten ja auch sehr finanzgesteuert. Und von da habe ich meine Schule fertig gemacht. Und das Reiten hat mich immer begleitet. Also ich hatte keine Pause dazwischen drin. Bin mehr oder weniger über einen Zufall zur IGV gekommen, weil ich durch eine gute Freundin Kontakt zu südamerikanischen Gangpferden gehabt habe. Und südamerikanische Gangpferde sind ja von ihrem Erscheinungsbild, also im konkreten Paso Peruanos, die letztendlich auch mit die Begründerrasse für Paso Iberoamericanos sind, die wiederum eine Kreuzung aus südamerikanischem Gangpferd und iberischem dreigängigen Pferd sind und optisch einem iberischen Pferd am nächsten kommen, aber eben noch die Möglichkeit haben, einen vierten Gang einzulegen, trotzdem nicht auf die dressurmäßige Arbeit verzichten zu müssen. Und das hat mich irgendwie fasziniert und so bin ich dabei geblieben. Ich habe vor vielen Jahren einen sehr talentierten Egidienberger Wallach übernommen, der aber auch sehr viel Paso Peruano Blut führt. Der hat mich zu sehr vielen Platzierungen und Siegen getragen. Und ich habe das nie forciert, aber oftmals gewinnt man oder hat tolle Ergebnisse, wenn man am wenigsten damit rechnet. Mhm. Und das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Mhm. Jetzt habe ich mich ein bisschen zurückgezogen aus dem Turniergeschehen, bin aber nach wie vor sehr interessiert, insbesondere auch in der Eventorganisation solche Lehrgänge, Weiterbildungsmöglichkeiten mitzugestalten, mitzumoderieren oder die Infrastruktur zu schaffen. Mein beruflicher Background ist im Bereich Eventmanagement und Hotellerie und ich glaube, die Leute erwarten heutzutage auch in ihrer Freizeit ein Erlebnis. Mhm. Es ist für sie ganz wichtig, dass sie irgendeinen Mehrwert sehen. Warum sollten sie ihre Zeit verbringen? Warum sollten sie Geld investieren? Und da geht es in erster Linie darum,
schöne Erlebnisse zu schaffen. Mhm. Das ist jetzt nicht ganz die Antwort auf deine Frage, aber vielleicht so ein bisschen in die Richtung, was motiviert einen weiterzumachen. Ja, das ist genau auch unser Ansatz. Von daher ziehen wir im Prinzip an den gleichen Strippen und dürfen auch diesen Event hier mit begleiten und finden auch die Mitglieder, die wir jetzt von der IGV schon mitbekommen und interviewt haben, ganz toll, weil der Austausch ist das, was uns letztendlich weiterbringt. Du selber hast ja noch eigene Pferde. Was ist dein Fokus? Wo legst du deinen Fokus drauf, wenn du mit deinen Pferden arbeitest oder trainierst? Oder hast du sehr viele Ausreitmöglichkeiten? Also ich stehe mit meinen Pferden in einem typischen Pensionsstall. Ich habe aktuell eine junge Lusitano-Stute in der Ausbildung, die ich selber angeritten habe und trainiere. Dann habe ich noch meinen Championatswallach sozusagen, den ich auch noch reite. Und von daher, also es ist auch eine gute Mixtur, weil es ist, glaube ich, wenn man sich zu stark spezialisiert, hört man auf, flexibel zu sein. Dann hört man auch als Trainer oder als Pferdemensch auf, innovativ zu sein. Man muss nicht zwangsläufig einer Reitweise folgen, um das beste Ergebnis zu bekommen. Ich bin immer schon mit sehr offenen Augen durch die Welt gegangen und es gibt aus den verschiedensten Disziplinen Ideen, die ich mitgenommen habe. Für mich ist Vielseitigkeit, also die vielseitige Ausbildung des Pferdes sehr, sehr wichtig. Da hilft mir die Working Equitation extrem, weil es für die Pferde optische Anreize sind und Abwechslungen, die das Lernverständnis und die Lernatmosphäre sehr positiv beeinflussen können. Das merkt man sehr deutlich. Die Reiter, die man im Reitunterricht hat, lernen sehr intuitiv zu reiten, eine bessere Wahrnehmung für ihren Körper und die Bewegungsabläufe zu entwickeln. Und ich habe unglaublich viel Freude bei der Arbeit am Boden, also Handarbeit, Doppellongenarbeit, Langzüge, zeige ich morgen hier auch mit einem jungen Pferd von einer Freundin von mir. Das Pferd ist für mich viel zu klein zum Reiten, aber den habe ich quasi begleitend mit ausgebildet, dass man eben die Ausbildung auch vom Boden prima nutzen kann, um dem Pferd A, eine Abwechslung zu bieten, B, auch Motivation zu geben und auch Dinge zu korrigieren oder zu verfeinern, ohne das Reitergewicht im Rücken zu haben. Und so, finde ich, muss man einfach stetig mit offenen Augen durch die Welt gehen und gucken, was einen weiterbringen könnte. Und vielleicht auch offen sein für Kritik, wenn man sich mit anderen Leuten trifft, die dann sagen, probier doch das mal, probier doch das mal. Wichtig ist immer eine pferdegerechte Ausbildung. Und das ist mir persönlich am allerwichtigsten, auch zu verstehen, dass Pferd und Reiter nur dann eine Einheit bilden können, wenn sie in einer positiven Lernatmosphäre zusammen sind. Und ich muss dem Pferd die Möglichkeit geben, zu lernen zu können. Ich kann von einem Pferd nicht verlangen, dass es für mich alles gibt, wenn es am Ende nicht die Rahmenbedingungen hat, auch das zeigen zu können. Also diese Antworten waren nicht irgendwie vorgegeben. Und ich muss sagen, genau das ist das, was uns Pferdefreunde und auch EasyFlix Leute ausmacht. Genau diese Aussagen, dass wir mit dem Pferd einen Partner haben wollen, kein Sportgerät. Es klingt manchmal vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber genau das ist die Kernaussage von unserer Arbeit und triffst du genau auf den Punkt. Gibt es ein Pferd, was dich unheimlich geprägt hat, wo du sagst, das hat mich jetzt seit Jahren geprägt, beeinflusst und wenn ja, welches Pferd ist das? Ja, das war tatsächlich das Pferd, was ich bei der IGV vorgestellt habe, mein Pferd Fandango. Die Züchterin Marlies Feldmann hat mir damals gesagt, damals, als er bei uns zum Verkauf stand, wollte ihn keiner haben. Wir sind durch einen Zufall zueinander gekommen. Ich habe ihn als 5-jähriges Pferd übernommen. Und es ist ein unglaublich schwieriges Pferd vom Kopf her. Ein Pferd, was man auf gar keinen Fall mit zu viel Druck anfassen darf. Was schon auch ein Stück weit die nötige Konsequenz benötigt. Und ich meine mit Konsequenz nicht Härte. Also es ist, wir müssen uns bewusst machen, dass wir es mit einem Lebewesen zu tun haben, was körperlich um einiges stärker ist als wir. Da ist aber Gewalt fehl am Platze. Aber das Pferd möchte verstehen, wer am Ende die Führungsposition ist. Und dann fühlt es sich wohl. Und von daher, mit dem Fandango habe ich Dinge erreicht, die ich nie
hätte zu träumen gewagt. Ich bin mit ihm das erste Mal deutscher Meister geworden in der Pleasure-Gang-Prüfung. Mhm. Die haben wir vorhin ja auch gezeigt. Eine Prüfung, wo es überhaupt nicht drauf ankommt, spektakulär zu reiten, sondern wo das Pferd auf kleinste Signale eigentlich am Sitz und man konnte ihn prima über die Atmung reiten. Mhm. Ja, mhm. Wirklich locker, schön, fleißig laufen. Das ist auch eigentlich die Art und Weise des Reitens, was er am besten mhm. findet. Wenn ich mit der Idee losziehe, um mir ein Pferd zu kaufen, sollte ich mir Gedanken machen, will ich ein Dressurpferd, will ich ein Springpferd, will ich ein Gangpferd, will ich ein Westernpferd? Was soll das Pferd leisten können, um mhm. den Ansprüchen, die ich als Reiter habe, weil im Zweifel habe ich das Pferd 25, 30 Jahre lang und da sollte ich mir Gedanken machen, was ich für ein Pferd haben möchte, weil ich kann dem Pferd im Nachhinein keinen Vorwurf machen, wenn es nur bestimmte Dinge kann. Mhm. Ja? Ich glaube, man lernt als Reiter mit der Zeit auch sich mit dem Pferd zu arrangieren. Die Welt ist nicht immer rosa-rot und alles ist schön, aber es sind die Bedürfnisse von Reiter, von Pferd, vielleicht auch von dem Trainer, der einen begleitet, die man irgendwie versucht, unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, wenn man da es schafft, loszulassen und mal ein Stück zurückzugehen und zu sagen, okay, was ist realistisch, was kann ich, was möchte ich, wie kriege ich das unter einen Hut? Dann habe ich im nächsten Jahr direkt den nächsten Titel geholt in der Sportteilprüfung. Die Prüfung bin ich das erste Mal geritten. Mhm. Und ich war nach der Vorentscheidung auf dem vierten Platz. Aber dadurch, dass ich mein Pferd sehr vielseitig ausbilde und vor allen Dingen auch sehr vom Trainingsplan eine Idee habe, hat er in der Endausscheidung, nachdem alle nach dem zweiten Mal Tempo verstärken, quasi mehr oder weniger am Stock gegangen sind, gesagt, so, ich bin jetzt gerade warm. Mhm. Und er hat die wenigsten Fehler gemacht, um nicht zu sagen, fast keine. Er hat die Prüfung jetzt nicht, irgendwas 6,5 oder so war die Endnote, weiß ich nicht mehr. Aber das war jetzt nicht die spektakulärste Leistung. Aber er war am leistungsbereitesten, er war am motiviertesten und hat bis zum Schluss durchgehalten. Mhm. Und das, so ein Ergebnis kriege ich nicht, wenn mein Pferd nicht mit mir eine loyale Beziehung eingeht. Mhm. Und das war einfach ein schöner Beweis. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und das ist auch oft so, die Pferde laufen am schönsten auf der Ehrenrunde, wenn der ganze Druck abfällt. Ja. Und deswegen würde ich mir manchmal auch wünschen, da muss ich aber auch noch viel lernen, dass man so ein bisschen diese Souveränität bekommt und einfach sagt, okay, perfekt ist ein Status, den man vielleicht nie erreicht. Mhm. Man sollte auch nicht jeden Tag danach streben. Aber manchmal machen die Pferde einem Geschenke, ohne dass man danach fragt. Mhm. Und dann sollte man das annehmen und dankbar sein für diesen Moment, weil ich reite heute, ich kann mich über das Gestern freuen, ich kann für das Morgen hoffen, aber am Ende geht es um den Moment. Den Moment. Und ich muss sagen, der Moment, da hat man ja schon fast wieder Gänsehaut bekommen bei dem, was Daniel gerade gesagt hat, weil diese Aussagen machen es eben aus. Und dann gratuliere ich dir und hoffe, dass du auch noch weiterhin gute Erfolge hast und bin sehr gespannt, was die IGV noch auf die Beine stellt und wir werden euch hoffentlich mal wieder besuchen. Also von daher vielen Dank für das Interview. Daniel, danke dir. Vielen Dank. Auch toll zu sehen, dass ihr euch da engagiert, weil ich glaube, viele Leute haben jetzt hier den Weg hierher gefunden. Für andere, die jetzt zu Hause sitzen oder sich das auch als Erinnerung angucken, ist es toll, so Leute wie euch zu haben, die das aufnehmen, für die Ewigkeit quasi dokumentieren. Was schön. Einmal im Netz ist, ist da. Aber das ist eben auch das Gute. Und ich glaube, es ist die Kombination aus allem. Ja. Und ich finde das gut, wenn Wissen aufgezeichnet und zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Und das ist ein tolles Konzept, was ihr habt. Von daher vielen Dank für die Möglichkeit, für das nette Gespräch auch mit dir. Und hoffentlich auf bald auf einem IGV-Turnier oder IGV-Event. Sehr gerne. Dankeschön. Vielen Dank.